Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Deutschen Bank, welche ein Kursminus von 8,5% hinnehmen musste. Ja, und zeitweise gab es eben Verluste von bis zu 12% am heutigen Tag. Und auch auf die Monatssicht hat man ein Minus um 26%. Also auch eine Bank, welche eben in diesem Umfeld zu leiden hat. Ja, eine Gesamtbewertung von knapp 17 Milliarden Euro. Und wir schauen uns an, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Also die Deutsche Bank konnte für das Jahr 2022 einen Gewinn von 5,6 Milliarden Euro ausweisen vor Steuern. Allerdings ein Wachstum um 65%. Also das ist eine relativ erfreuliche Entwicklung für die Bank. Ja, und hier zu sehen die Erfolgsrechnung, bei der ich auf eine Position eingehen möchte. Nämlich ist hier gut zu sehen, dass sich eben wie sich diese Zinserhöhungen von den Zentralbanken auf die Geschäftsbanken übertragen. Also hier zu sehen, dass eben die Zinserträge sich in etwa verdoppelt haben gegenüber dem Jahr 2021. Und allerdings die Zinsaufwendungen haben sich hier so gut wie verdreifacht und somit eben dieses Zinsgeschäft für die Bank etwas unrentabler gemacht. Also das gegen die allgemeine Meinung, dass eben die steigenden Zinsen für die Banken für die Banken profitabel sind. Hier gut zu sehen, dass es eben derzeit nicht so ist. Ja, eine alternative Bewertung von Banken, weil man die Bilanz nicht so gut lesen kann, sind die sogenannten CDS, also die Credit Default Swaps. Eine Ausfallversicherung, welche eben angeboten wird. Und hier haben wir einige CDS von dem gestrigen Tag im Vergleich. Übrigens auch die Bundesrepublik Deutschland hier mit einem sehr tiefen CDS von etwa 15. Und hier eben gut zu sehen die Credit Suisse mit einem relativ hohen CDS von 218. Also das war natürlich auch ein Indikator, dass es der Bank relativ schlecht geht. Und das Vertrauen an den Märkten ja nicht mehr vorhanden ist. Nun also die Deutsche Bank mit einem ebenfalls relativ hohen CDS von 173 und stellt sich also nun die Frage, in welcher Richtung sich diese Ausfallversicherungen bewegen. Wenn diese anziehen, dann wird es auch für die Bank relativ schwer, sich neues Kapital zu beschaffen und man könnte dann auch relativ schnell in Liquiditätsengpässe geraten. Ja, hier zu sehen, dass eben die Deutsche Bank Gesamtvermögen von etwa 820 Milliarden Euro verwaltet. Also auch hier ist es relativ viel Vermögen, das man verwaltet und das eben auch Gefahr läuft, abgezogen zu werden zu anderen Banken und dann eben einen sogenannten Bankrun, wo dann die Bank in Liquiditätsengpässe geratet. Ja, dann müsste es ebenfalls wie bei der CS, müsste man dann Liquidität zur Verfügung stellen durch die Zentralbank oder durch die Notenbank von Deutschland. Also das ist ein Szenario, falls es hier zu Abflüssen kommt. Ja, dieser CDS ist ein Indikator, dass es eben der Bank nicht optimal geht. Und wenn wir uns noch weitere Banken anschauen, dann fällt eben diese Eurobank auf. Mit einem sehr hohen CDS und von der hatte man jetzt bis anhin noch nichts gehört. Also hier zu sehen, das ist eine griechische Geschäftsbank, welche hier bei der Griechenland-Krise ziemlich eingebrochen ist und nun so gut wie ein Penny-Stock noch ist. Allerdings trotzdem eine Gesamtbewertung von 4,3 Milliarden Euro. Ja, und hier zu sehen, dass eben die Bank also nicht so stark auf diesen hohen CDS reagiert. Ich habe jetzt hier die Hintergründe auch nicht groß recherchiert. Allerdings schon erstaunlich, der hohe CDS und der immer noch relativ positive Kurs von dieser Bank. Ja, und diese Bank wird von Spiros Latsis geführt, also der größte Einzelaktionär, hält hier etwa 44%. Und das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, welche Geschäfte gemacht hat in der Reederei und im Ölgeschäft.
Und des Weiteren ist er eben auch noch größter Einzelaktionär bei der schweizerischen EFG Bank. Hier zu sehen der Aktienchart von der EFG International mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Franken und eine relativ stabile Bewertung. Ja, diese Bank ist auch mal aufgetaucht in einem Bericht, als man die Profiteure von steigenden Zinsen ja, identifiziert hat. Da kam man bei dieser Bank auf eine relativ hohe Umsatzsteigerung. Ja, das also dazu. Mal schauen, wie sich das entwickelt wird. Diese Eurobank mit diesem hohen CDS wird also relativ schwierig sein, dass sie sich Kapital beschaffen kann. Und ja, wird sich zeigen, ob man allenfalls in der nächsten Zeit davon hören wird. Ja, um noch die Kursverluste von der Deutschen Bank ins Verhältnis zu setzen, beispielsweise die UBS hat auch am heutigen Tag ein Minus um 5,5%. Also das kann vielleicht diese Kursverluste von 8,5% bei der Deutschen Bank etwas relativieren. Ja, was mich erstaunt, ist eben die Entwicklung von dem Bitcoin. Trotz dieser Vertrauenskrise bei Banken kann sich der Bitcoin relativ gut halten. Hier zu sehen im Einmonatschart ein Plus um 17,8%. Also das eine Abkopplung von dem Bitcoin gegenüber dem Aktienmarkt. Bis anhin waren diese beiden Assets relativ parallel gelaufen. Also wenn es dem breiten Aktienmarkt schlecht gegangen ist, hat meistens auch der Bitcoin eine Negativrendite erzielt und nun also die Gegenläufigkeit von den beiden Assets. Wir haben auch schon mal angeschaut in einem Credit Suisse Video der Goldpreis. Hier zu sehen im Einmonatschart ein Plus um etwa 10%. Also hier die These nach der erhöhten Nachfrage bei eben solchen Vertrauensverlusten bei Banken, dass eben dann Gold eine höhere Nachfrage haben dürfte. Ja, auch das wird sich zeigen. Ich denke, es wird noch einige Zeit brauchen, bis sich die Bankensituation etwas stabilisiert. Und die Wochenende werden ebenfalls spannend, da viele Entscheidungen am Wochenende getroffen werden, um eben nicht den Markt zu beeinflussen. Also im Sinne von möglichen Garantieleistungen oder möglichen Liquiditätsspritzen durch die Staaten werden vermutlich am Wochenende getroffen. Auch übrigens spannend, was jetzt mit der First Republic Bank passiert in den USA. Sie wurde ja mit Liquidität ja, von den privaten Banken zugehäuft. Also sie konnte hier von den größeren amerikanischen Banken etwa 30 Milliarden US-Dollar erhalten, welche sie als Liquiditätsspritze verwenden kann. Ja, es wird sich zeigen, was noch hier passiert. Die Geschichte ist vielleicht noch nicht zu Ende bei den Banken. Es wird sich zeigen, auch was die Notenbanken weiterhin machen. Also in dieser Woche haben diverse Notenbanken die Zinsen erhöht. Die Fed oder das Fed hat 0,25% erhöht und die SNB hat sogar 0,5% erhöht. Also hier hat man nicht auf diese Bankenkrise reagiert und eben die Liquidität weiterhin ja, erschwert. Was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.